Ah, so, komm zurück. Wir können schon mal den Rostion Q1 einlösen. Schön. Und dann gehen wir auch. Ah, das Chormeisterschaft. Reisentor, weiß ich nicht. Das Versus können wir auch so noch irgendwann machen. Aber das machen wir. Übermotorisiert. Und Capri MK1. Jo. Dann springen wir da mal schnell hin. Okay. Kampagne. Hierhin. S1. Oh nein. Teilnehmen. Hier unten und dann links unten und dann links. Nehmen wir den NSX, der ist eigentlich so ganz geil gewesen. Ich hatte man glaube schon mal. Ja, ist auch der einzige, den wir noch machen könnten. Jetzt meckert Katze rum. Okay, Tuning. Ja. Der NSX war das. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Schnell für solche Strecken. Bist du nur am Gas, Bremse, Gas, Bremse, Gas, Bremse schalten. Boah, nicht den Schwung wegnehmen aus dem Weg.
Motorisierten. Nicht ohne Grund. Oh shit. Tuning. Da kriegst du ja gar nichts gerissen mit dem Wagen hier. Zumindest nicht auf den, mit der Art und Weise von Strecke. Da kommt doch immer mega ans Untersteuern. Nee. Das muss man ändern. Ende. Fortsetzen. Wir müssen uns tun. Ich muss schon wieder dran. Hier rein und dann müssen wir erstmal was tunen an dem Wagen. Willkommen zurück, Steven. Ja, willkommen zurück. Wir brauchen etwas bessere Reifen. Nur etwas. Dann machen wir 255er und 315. Ne, dann machen wir hinten vorne noch auf die hier drauf. Wieso und. Dann lassen wir das so. Haben wir schon raus. Die haben wir auch schon raus. Okay. Jetzt haben wir dran. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir hier Leistung weg. So. Pap, hier ist weniger. Was haben wir hier? Ja, das ist nur Gewicht. Haben wir hier noch einen Turbo drin? Nö. Schon das drin. Das ist okay. Dann machen wir das so. Den haben wir raus, ne? Ja. No, okay. Was haben wir hier? Das haben wir drin. Das haben wir drin. Reduzierung Stufe 3. Okay, lassen wir mal drin. Das lassen wir auch mal drin. Was haben wir hier drin? Rennen. Okay. Installieren. So, jetzt haben wir etwas weniger PS. Haben wir dafür mehr Qualbeschleunigung. Komm mal. Dann individuelles Tuning. Reifendruck. Vorne wie hinten. Übersetzung lassen, wie es ist. Ausrichtung. Nehmen wir vorne auf 1,5, hinten 1,0. Stabi, machen wir vorne härter. 32, hinten lassen wir mal 40. Federn lassen wir mal.
Dämpfung gehen wir hinten ein bisschen runter. Und Druckstufe gehen wir vorne noch ein bisschen hoch. Aerodynamik machen wir vorne volle Pulle. Und hinten, weil wir ein Allrad haben, ungefähr das gleiche. So 19. Machen wir vorne ein bisschen mehr. So. Bremse lassen wir. Differential. Tun nur so sperren. Und hinten gehen wir 80, 80. Okay. Getriebe hätten wir noch machen können, 6 Gang. Geh noch mal kurz gucken. Wenn das überhaupt geht. Tuning, Getriebe ist hier drin. Sportgetriebe. Renngetriebe. Die Frage ist, ob es wirklich das ist 8 Gang, 7 Gang, hier 6 Gang. Das wäre ideal. Sparen wir etwas Gewicht. Bleiben trotzdem auf die S1. Das nehmen wir mit. Kupplung. Haben wir schon. Hier haben wir Rallye drin. Das ist eigentlich okay. Gut. Können wir nochmal ein paar Kilo sparen. Weil ja ein paar Zahnräder fehlen beim Getriebe. Dann gehen wir nochmal individuelles Tuning. Übersetzung. Ist 319. Ändert sich nichts auf 319. Ja, 319 mehr würde eh nicht packen. Machen wir den ersten Gang etwas länger. So, den zweiten auch. So, dann der dritte. Vierte. Fünfte etwas kürzer und den sechsten auch nochmal etwas kürzer. Okay. Gut. Dann starten wir das Rennen nochmal. Schatzkiste müssen wir noch machen. Ach der Welt. Naja gut. Also hier rein. Und dann starten wir das nochmal neu. Der letzte Platz, das tun wir nicht mehr auf, glaube ich. Oh, Solo, ja, nochmal neu starten bitte. Also das größte Manko bei dem Wagen ist A, der Grip und B, das Untersteuern des Extreme. Weil das Untersteuern, gerade wenn du es nicht brauchst und er macht das, ist es nicht gerade förderlich. Das hat man jetzt gerade recht oft. Bremsen. Nochmal gucken. Bremse. Hinten etwas mehr. Oh, okay. Ich kann mich anlehnen, bitte. Okay, er ist nicht mehr ganz so rutschelig.
Passage, die müssen wir irgendwie meistern können noch. Lüg mich doch nicht weg! Guck doch mal in den Spiegel, da ist einer links neben dir. Jetzt sind wir wieder am Untersteuer. Trotzdem noch viel zu sehr. Oh nee, Junge. Ich will den doch hier vorne noch einholen. Na gut. Es sah auf jeden Fall schon mal was aus. Sah schon mal besser aus. Was ist mit 12. Das heißt, wir können noch Dusel haben mit den nächsten Strecken. Campagna. Geht einfach, da findet man die Dinger gleich. So, da unten. Deswegen mag ich die S1 und 2 Klassen nicht. Du bist halt nur am Rödeln. Gasbremse, Gasbremse, Schalten, Bremse, Lenken, rum. Ich meine, ja, C-Klasse ist halt schon ein wenig langsam, aber die macht auch Spaß. Maximum fahre ich immer A. A ist so eigentlich ideal. Also ist meine Meinung. Du hast genug Bums. Und trotzdem immer enge Passagen hat, so wie hier. Okay. Schauen wir uns mal an. Einfach sinnlos an die Eisen gehen, das verstehe ich nur nicht. Ja, komm, drück mich. Drück mich hart. Oh Gott, was war das jetzt? Das müssen wir irgendwie wegkriegen, das Untersteuern bei dem Wagen. Wieder völlig untersteuert. Ja auch, kurz, jetzt geht das ins Übersteuern. Und untersteuern, komplett. Der war okay. Der war okay, der ist okay. Aber das Untersteuern, das ist... Wenn er da reinkommt, du kriegst ihn nicht mehr raus. Der hilft nur ab, voll in die Handbremse reinlatschen. Aber dann so schnell kannst du halt nicht reagieren. Das ist zu spät dann mit der Handbremse meistens. Untersteuert. Untersteuern wieder. Jetzt, wie kommt er raus? Ja, das frisst halt Zeit, ne? Das Untersteuern.
steuert. Untersteuert. Ja, das müssen wir irgendwie rauskriegen, wenn das weg ist. Ja, lieber leichtes Übersteuern, damit kann ich besser arbeiten, als wenn er dann einfach geradeaus schiebt. Weil das hat uns jetzt echt Zeit gekostet. An mehreren Ecken. Das Untersteuern, wie kriegen wir das weg? Also Aerodynamik an sich ist nicht schlecht. Aber das Untersteuern. Untersteuern weg. Mach mal die Stabis vorne ein bisschen weniger. Die Dämpfung nehmen wir vorne auch mal noch ein bisschen raus. Dynamik würde ich so lassen. Bremse, Differential. Das Untersteuern, ne? Das ist ein Problem. Geh mal hier auf. Nee. Falsch denken. Gehen hier runter auf 50%. Hier lassen wir die 20 mal drin. Das würde ich mal so machen. Luftdruck lassen wir so. Gänge könnte man erst sogar noch mal ein bisschen länger ziehen lassen. Okay, wir lassen das so. Vielleicht hilft es ein bisschen. Ein bisschen, bisschen. Der muss weg von dem Untersteuern. Das ist gefährlich. So, gehen wir hier rein, dann können wir es testen. Bei höherer Geschwindigkeit greift ja die Aerodynamik vorne. In schnellen Kurven. Das Problem ist nur, wenn dann der Luftschirm abreißt, weil wir halt zu weit einlenken. Weil die Kurve das halt einfach so nicht anders hergibt. Wir dann auch noch etwas zu langsam sind für den Luftstrom, haben wir halt vorne ein tierisches Problem. So, und der Grip greift dann erst wieder, wenn wir noch mal ein bisschen langsamer sind. Aber dann ist es immer zu spät. Außerdem sind die anderen deutlich schneller dann, die Kurven, ne? Gut. Also, schauen wir mal. Jetzt, ja, jetzt untersteuert, aber nicht mal ganz so schlimm. Nicht mehr ganz so schlimm. Jetzt greift die Aerodynamik. Jetzt untersteuert. Jetzt greift die Aerodynamik wieder. Jetzt untersteuert. Ja, aber es ist nicht mehr ganz so schlimm. Das bricht uns nicht so das Genick jetzt am Ende. Aerodynamik hat noch Griffen. Wir auch. Ja, ungefähr bei 100 greift die Aerodynamik erst. Thank you.
das auf jeden Fall dann merkt. So ist auch okay. So einen leichten Eckschlenker. Eindeutig, dass mit der Vorderachse halbwegs passt, dann sieht das hier schon ganz anders aus. Also hier und da gibt es noch Probleme mit dem Wagen auf jeden Fall, mit dem Untersteuern, aber an sich läuft er jetzt schon mal, er ist auch wirklich einen ganzen Zahn besser. Was die Kurvenlage anbelangt, man merkt halt sofort, wenn der Luftstrom greift auf der Vorderachse, das merkst du sofort. Ja, bei schnellen Kurven, hohe Geschwindigkeit, das ist da also dann halt schön griffig. Sobald du aber so Kurven hast, so enge, wo du halt nicht so schnell unterwegs bist, so um die 80, 60 km/h. Da schiebt es den dann doch schon ab und zu mal noch durch, aber es geht. Das könnte man übers Fahrwerk noch mal ein bisschen anpassen, aber da müsste Telemetrie jetzt noch alles anmachen und gucken, Reifentemperatur, passt das mit den Kurven dann? Und nee, das ist stundenlange Arbeit. Stundenlang, Leute. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.